Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei 19 noch frischem Arsch. Ja, der Traktor ist vollgetankt und jetzt werden wir ihm ein Stückchen weiterfahren, damit wir alles reparieren können. Also eine Wartung durchführen können, also eine Reparatur in dem Sinne. Und vielleicht bei Gelegenheit waschen. Ich glaube, so bald brauche ich den nicht mehr. Gewicht nicht drin, das macht nichts, das ist nicht das Problem. Da werden wir nur waschen. Also nur. Das ist halt notwendig. Ja, unsere Arbeit geht hier weiter. Der Hopf ist lange nicht reif. Aber wir müssen noch gleich mal die Fahrzeuge in den Strom bringen, und zwar für Rühm und für Wasser. Wasser für Papierfabrik und Rüben für Zuckerfabrik. Ich habe eine kleine Pause gemacht, ich habe mal einen kurzen Film angeschaut, eine kleine Serie. Bin entspannt und jetzt mache ich halt noch, oder versuche ich zumindest die 4 Folgen aufzunehmen. Wenn ich zu müde bin oder überhaupt müde werde, dann breche ich ab und kann ich am Morgen weitermachen. Das rennt mir ja nicht weg. Ich kann, ich muss ja nicht, ne? Den Grubber stellen wir hier rein und den Traktor in die Garage. Ja, so, bleibt mal stehen. Und eine Lenkung. Ja, mein Körper benimmt immer durch, soweit. Alles andere wird sich ergeben, ne? Ja, Bäume habe ich noch zu stehen, also zu liegen im Wald, ne? Und das dauert noch ein bisschen. Mal gucken. Hier Rüben. Können wir gleich mal gucken. Fabrik, wie es aussieht. Das ist ein BGH. Wir haben noch Dings da. Das können wir auch mal bei Gelegenheit machen, ne? Meine ich jetzt hier mal ein paar Ballen noch reinfahren, das ist möglich. Das können wir noch tun bei Gelegenheit. Ansonsten. Fabrik für Zucker, also hier. Ach hier. Das Hafen. Mal schauen, was wir hier schon hergefahren haben. Ja. Also ich überlege mir noch hier später mal Rühmfeld zu kaufen. Das wird sie anbieten. Wir haben nur ein kleines, also ich habe nur ein kleines angesehen. Zuckerrüben. Da geht was rein, du. Wasser ist auch, der Wasser geht. Rübenschnitzel, Kompost. Ja. Also Zucker wird sich bald schon mal was lohnen, ne? Also verkauft. Gut, das läuft. Die letzten Rüben gehen auch noch rein. Mal gucken wegen Wasser. Und hier wollte ich mal gucken. Hier sind gleich Paletten. Na, Paletten haben wir da. Siehst du, haben wir da. Was fehlt? Stroh haben wir noch eigentlich da. Ist gut. Aber da können wir auch noch Stroh reinfahren. Also da, von daher ist noch Platz. Also Stroh bei Gelegenheit, ne? So, Holz. Lass mal schauen. Aktuell stelle ich ja nur Paletten her. Also. Ja, Paletten habe ich glaube ich aktiviert, alles deaktiviert. Ja, das ist schon eine ordentliche Menge.
Mal gucken, wo ein LKW ist. Hier wollte ich überlegen, na, machst du noch oder machst nicht? Aber hier ist noch ein Wald. Quatsch. Besuchen. Ja, ist gut. Auf jeden Fall ist es hier noch ein Wald und das wollte ich dann erstmal fällen und dann könnte ich das noch kaufen und das dann zusammenlegen. Da hätten wir ein größeres Feld. Also kommen wir da hin. Nö. Gut, das macht nichts, nicht so schlimm. Ich suche mal den. Den Holz auch nicht trocken, siehst du. Bei der Gelegenheit. Schweine verkaufen wollte ich. Wasser geht voll. Milch. Dünger. Milch wollte ich noch nicht fahren. Aber das lohnt sich doch nicht. Wir haben noch eine Ladung, vielleicht zwei haben wir noch liegen. Das wollte ich noch zum Säge wegbringen. Dann habe ich da Ruhe, dann können wir den LKW auch nehmen und entsprechend die Schweine zum Stall bringen. Nachbarstall, zum Hauptstall zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Und was viel wichtiger wäre, zum Schlachthof, ne? Ja, das ist auch in Version 2.4. Ich habe es auch mal geschafft zu aktualisieren. Die Produktion auch aktualisiert auf 2.7, glaube ich. Das ist für mich aber noch nicht so dramatisch wichtig, das zu machen, die Produktion, weil ich gehe da ein bisschen mit einem Plan vor. Und zwar ist ja mein Plan als nächstes die Mehlfabrik und Mühle, Mehlfabrik und was ich noch vorhabe ist den Bäcker. Das haben wir auch mit Geld, ne? Weizen und Gerste haben wir auch ein Dings da. In Thüringen aktuell. Ein paar Felder, zwar nicht mehr so viele wie letztes Mal. Aber da sind noch 4 Stück. Warum geht der nicht auf? Dann nehmen wir mal diese links hier. Na klar, logisch. Wir hatten ja auch die andere Seite gehabt, ne? Der Wunder der Technik. Also, wenn das nicht gehen würde, dann müsste man doch schon echt die Holzproduktion nehmen. Aber das wiederum, naja, das ist ja auch wieder ein bisschen weit weg von der Realität, ne? Also, deswegen bin ich da eher skeptisch, ne? Einer sagen würde, fährst Hackschnitzel hin, da wäre ja noch eher was dafür. Weil man kann ja auch einiges aus Kunstzeug herstellen, ne? Also aus Presspappe theoretisch. Wo die Paletten davon nicht so keine hohe Qualität haben, ne? Ich kann noch einmal fahren. Aber die Stumpen sind echt lästig, da muss man zusagen. Die 4 noch? Mal sehen. Noch einer, ja. Möchte noch nie rauffahren, ne? Okay, ist voll. Dann hinten. Naja, vielleicht klingt das noch. Die anderen auch zu laden. 3 noch. Na komm, ein noch. Ja, hier im Wald sehen wir die Vögel.
Da werden wir auch wieder Bäume anpflanzen, ne? Ob dies Jahr weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber müssen wir erstmal die Stumpen abfräsen, bevor wir Bäume pflanzen können. Tja, ich habe ein bisschen geguckt, ich habe ein bisschen Programm optimiert, also ein Rechner ein bisschen was, ne? Aber trotzdem, ein Prozessor arbeitet, ja, 100%. Schon sehr, sehr bedenklich, Anführungszeichen, ne? Ich weiß auch, warum man ab und zu mal die Rechnerleistung einbricht, beim Surfer, ne? Denn die Grafikkarte ist nicht das Problem. Da sehe ich bei mir aktuell 46%. Das ist ein Klacks, ne? Anführungszeichen. Temperatur, Prozessor, gucken. 53 Grad, das geht. Aber Prozessor, das sehe ich jetzt nicht. Das macht nichts. Da sind 76, das geht auch noch. Aber wie gesagt, das ist schon heftig. Hoffe, dass das im nächsten LS dass da das klappen könnte, dass wir da mehrere Kerne nutzen können, ne? Da können wir fleißig jetzt Paletten produzieren. Geht vorwärts. Was ist da für eine leere Fläche? Was soll da eigentlich hin? Komisch. Da legen wir nach vorne mit dem Komma. Ein größer Holzsammelwagen hat auch Nachteile. Hauptsächlich in der Manövrierfähigkeit, ne? In engen Wäldern, ne? Ungünstig. Ja, nächstes steht an, Schweine zum Schlachthof bringen. Das ist das nächste, was ich machen will. Dann sollen die Schweine vom einen Stall zum anderen Stall, also die, beziehungsweise das können wir auch machen. Ne? Wir können das jetzt hier mal liegen lassen. Da schon. Die Bäume rennen nicht weg. So, machen wir die Innensicht. Finde ich besser. Hat schon geärgert, dass Attacke nicht funktioniert hat, letzte Male. Jetzt habe ich es deaktiviert. Ist halt so, ne? Ja, die Produktion von Dünger läuft auch. Wenn nicht das Dünger schon voll ist. Könnte schon sein, ne? Also ich brauche jetzt Dünger und Saatgut für die Aussaat, ne? Das brauche ich jetzt. Mal gucken, ob ich da noch die Silageballen da habe. Ich glaube, wir haben, das ist noch Gras. Dann können wir gleich den Anhänger auch im Unterstand hinbringen. Ich fahre jetzt Schweine zum Stall. Also zum Schlachthof, ne? Die Rinder, da warten wir noch ein bisschen ab, bis wir ein paar mehr haben vom Gewicht. Nach Möglichkeit männliche Tiere. Denn unsere Kühe, wir haben, sobald die bereit sind, Kälber zu kriegen, gehen die rüber zum nächsten Stall zurück. Ja, da sind noch Ballen, sehe ich gerade so. Beim nächsten Mal, also das rennt ja heute nicht weg, ist ja nicht ganz so dramatisch. So, dann müssen wir den Stall links nehmen. Rechts sind unsere Ferkel drin, die kleinen, aber rein optisch sehen sie alle gleich groß aus. Das wäre auch so ein Ding, das möglich wäre, für den nächsten LS das entsprechend anzupassen. Dass man zum Beispiel männliche Tiere und weibliche Tiere unterscheidet. Mal dazu sagen,
Die Schweine werden ja kastriert, wenn sie geboren werden. Soweit ich weiß, von meiner Mutter hat es mal erzählt. Also wenn Eber nicht kastriert werden, die schmecken entsprechend nicht so gut. Also vom Geschmack her. So, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ich gehe mal davon aus, dass es stimmt. Ich weiß nur, wir hatten mal zu Hause einen gehabt. Das haben sie übersehen. Und das musste dann mühsam mit dem Tierarzt kastriert werden. Mit Betäubung und so alles. Ne? Schon ein bisschen aufwendiger. So, hier müssen wir gucken, dass wir die großen Tiere wegkriegen. Also die ab 100 Kilogramm, kann man sagen. Ja, hier, da sind schon welche bei. Also 0,5 Jahre, das ist gutes Alter, kann man sagen. Also nur das Gewicht haben wir nicht haben, ist dann egal. 0,5, gehen sie weg. Jetzt schaue ich mal, ob wir weitere Nuller haben, 0,5er. Ansonsten geht es auch bei 0,4 Jahre weg, wenn das den LKW nämlich voll kriegen will. Dann muss ich nächstes Mal so viel fahren. Dass ich jetzt ein LKW, 0,4. Ja. Oh, 0,5. Das sind die schon größeren, schon sehr alt, ne? Also in Anführungszeichen, ne? Schweine werden nicht alt zum Schlachten, das geht relativ zügig. Also rein theoretisch. Ja. So, der Rest 0,4 Jahre alt, ne? Das kommt dann erst rein. 0,4. Männliche Tiere, ist im Grunde egal. Jetzt will der andere Rechner Neustart machen. Aber da wird ein Update gefunden und das will er Neustart machen. Das kann Ärger machen. Hoffe ich nicht. Jetzt hat er Audio-Treiber installiert. Treiber. Hauptsache, ja. Kann so sein Ton weg ist, ne? Ich sag mal tschüss und ciao, ciao. Dann sag ich mal bis zum nächsten Mal, ne? Also ich glaube, mein Zaun vom Spiel ist weg. Ja, schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's weiter mit Schweineverkauf oder das Hinbringen zum Schlachter. Tschüss.